Herr Professor Leonhard, Sie sind Chefarzt für Innere Medizin und Experte für Diabetologie. In Deutschland gibt es mehr als 8,5 Millionen Menschen mit Diabetes. Aber nur bei einem kleinen Bruchteil, also ungefähr so 5%, tritt Diabetes schon im Kindesalter auf. Da spricht man dann von Diabetes Typ 1. Diese jungen Menschen haben einen Insulinmangel. Das heißt, sie kennen ihre Krankheit aber dann ja eigentlich natürlich schon recht gut, sind medikamentös gut eingestellt und wissen eben auch, mit der Krankheit umzugehen. Der Diabetes Typ 2, also die Verbreitung dann mit ungefähr 95%, ist dann ja extrem hoch und die Krankheit tritt erst im Laufe des Lebens bei einem Patienten auf. Vielleicht mögen Sie einfach mal den Unterschied von Diabetes 1 zu Diabetes 2 beschreiben. Diabetes 1 haben Sie ja schon perfekt charakterisiert. Der Punkt ist, wenn man an einem Typ 1 Diabetes leidet, das merkt man sofort. Man ist schwer krank. Mit dem Typ 2 ist das so eine Sache. Es gibt viele Leute, die über Jahre zuckerkrank sind, das überhaupt nicht merken. Und das ist gefährlich, weil dann Folgeschäden dieser Zuckerkrank auftreten, die die Lebenserwartung deutlich verkürzen können. Zusätzlich zu den 8,5 Millionen Menschen mit erkannter Diabetes wissen aber ungefähr 2 Millionen noch gar nicht von ihrer Erkrankung. Das heißt also, auch Betroffene leben so laut Statistiken ungefähr 8 Jahre unerkannt mit Diabetes. Wie kommt es denn zu dieser hohen Dunkelziffer? Viele zuckerkranke Patienten haben keine Krankheitszeichen oder nur sehr wenig Krankheitszeichen. Wenn man zu der Risikogruppe gehört, also Übergewicht hat, schon mal früher während der Schwangerschaft oder bei einer Grippe erhöhte Zuckerwerte hat, dann soll man sich regelmäßig auf Zuckerkrankheit untersuchen lassen oder untersuchen. Das geht auch unabhängig von Arztpraxen, indem man in der Apotheke einen Teststreifen für Zucker im Urin sich besorgt und guckt, ob man zuckerkrank ist. Die Empfehlung ist auf jeden Fall, die Vorsorgeangebote anzunehmen und regelmäßig zum Arzt gehen. Krankheitszeichen sind, dass man sehr viel Wasser lassen muss, was einen besonders nachts stört, dass man viel trinkt, dass man vielleicht plötzlich Gewicht abnimmt, obwohl man sich genauso ernährt wie früher. Auch Sehstörungen können ein Zeichen für Zuckerkrankheit sein. Und schlecht heilende Wunden an der Haut und im Genitalbereich sind oft auch mit einer Zuckerkrankheit assoziiert. Und wie wird die Diabetes dann behandelt? Also muss ich immer zwangsweise medikamentös eingestellt werden oder kann ich auch wirklich durch eigene Initiative, durch Umstellung der Ernährung, also die komplette Lebensumstellung da aktiv werden und die Erkrankung in den Griff bekommen? Man kann die Erkrankung ganz oft wieder in Ordnung bringen und wenn man gesund lebt. Gesund leben heißt mehr Sport machen, gesund leben heißt sich gesünder ernähren, gesund leben heißt auf jeden Fall Gewicht abnehmen und natürlich die anderen gefährlichen Dinge im Leben lassen, wie zum Beispiel Zigaretten rauchen, die Folgen eines Diabetes dramatisch verschlimmern. Auch erhöhte Blutfette sollten durch eine gesunde Ernährung besser werden. Und auch der Hochdruck, Bluthochdruck, der oft mit dem Diabetes assoziiert ist, wird besser, wenn man Gewicht abnimmt. Es gibt allerdings seit 1-2 Jahren auch Medikamente zur Behandlung des Zuckers, die auch dazu führen, dass das Körpergewicht reduziert wird. Insofern besteht die Chance, dass man den Zucker in Zukunft noch sehr viel besser und einfacher behandeln kann als in den letzten Jahren zuvor. Ich möchte noch mal kurz auf die Dunkelziffer zurückkommen, also die erkannten 8,5 Millionen plus eben unerkannte 2 Millionen, die es eben nicht wissen. Das ist ja wirklich insgesamt eine sehr hohe Zahl. Warum erkranken denn so viele Menschen daran und was sind die Ursachen? Also vielleicht auch so ein bisschen historisch bedingt? Nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gab es keine Typ-2-Diabetes-Patienten, weil es keine übergewichtigen Menschen gab, weil es nicht genug zu essen gab. Der Zucker Typ 2 ist eine Wohlstandskrankheit, die einhergeht mit sehr viel Fett in der Ernährung, sehr viel Zucker in der Ernährung und vor allen Dingen mit massivem Übergewicht und Bewegungsarmut. Das sind die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Dann kommt auch noch eine gewisse genetische Komponente dazu. Aber wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind und in der Geschichte war oft auch Hungersnot ein Thema, da gab es natürlich keinen Typ 2 Diabetes mellitus.
Die 2 Millionen, die unerkannt sind, das liegt daran, dass die allermeisten Deutschen auch keine Vorsorgeuntersuchungen in den Praxen wahrnehmen und auch nicht den Teststreifen nutzen, um zu gucken, ob man zuckerkrank ist. Die Empfehlung, wenn Zucker schon mal ein Thema war oder Übergewicht oder hoher Blutdruck, dass man das regelmäßig, also einmal im Jahr, tut. Was wäre Ihr Expertentipp, um zu sagen, so kann ich Diabetes wirklich vermeiden? Normalgewicht oder Idealgewicht und 3-mal die Woche Sport machen, so dass man es ins Schwitzen kommt, also ungefähr 30 Minuten. Mhm. Ja, also nochmal so ein bisschen die Dramatik zu beschreiben. Wenn man diese Zahlen hochrechnet, bedeutet das, dass jeden Tag 3 Menschen an Diabetes sterben. Sterben die denn dann an der Krankheit selbst oder sterben die an den Folge- und Begleiterscheinungen dieser Krankheit, die es mit sich bringt? Und welche sind das überhaupt? Es ist immer schwer zu sagen, woran jemand gestorben ist. Es gibt natürlich einfache Situationen. Wenn man Krebs hat, dann stirbt man an dem Tumorleiden. Aber man stirbt ja nicht an dem Diabetes, an den erhöhten Zuckerwerten, sondern an den Folgen, an den Schlaganfällen, an den Nierenversagen und den Begleiterkrankungen. Man hat Einschränkungen im Leben dadurch, dass man erblindet. Man hat Einschränkungen dadurch, dass die Füße offene Stellen haben, Herzinfarkte und Schlaganfälle auftreten. Also es sind eher die Folgeerkrankungen als der Zucker selber. Insofern diese Zahl mit den 3 Toten pro Tag, ich glaube, die ist so ein bisschen um die Ecke gerechnet. Aber sicher ist es so, dass die Lebenserwartung mit einem schlecht eingestellten Diabetes sehr viel schlechter ist, als wenn man nicht zuckerkrank ist oder der Diabetes gut behandelt ist. Ja, Sie sind Chefarzt für Innere Medizin im Diakovere-Friederiken-Stift und eben auch Experte für Diabetologie. Wie hilft Diakovere denn Betroffenen? Diakovere hat alle Voraussetzungen, um Zuckerkrankheiten optimal behandeln zu können. Wir haben Experten unterschiedlicher Provenienz, also Physiotherapeuten, Diabetesberater, Diätschwestern, Ärzte, die sich damit sehr gut auskennen. Und darüber hinaus sind insbesondere die Ärzte und vor allen Dingen die Pflegenden auf jeder Station geschult, müssen sich fortbilden, mehrmals im Jahr, um sich mit Zuckerkrankheit gut auszukennen und die Patienten entsprechend beraten und behandeln zu können. Das ist ungewöhnlich, das kostet viel Geld, ist aber die Voraussetzung für die Zertifizierung, dass das Krankenhaus geeignet ist zur Behandlung von Zuckerkranken und wird von den Betroffenen auch sehr geschätzt. Das hört sich sehr gut an. Also ein multiprofessionelles Team auf hohem fachlichen Niveau, was Betroffenen zur Seite stehen kann. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Leonhardt. Vielen Dank, sehr gerne. Ich danke Ihnen.